Oh, ich wünsche mir jetzt was Leckeres zu essen. Und zwar diese Nudeln hier. Ach, das ist mein Lieblingsgericht, das schaffe ich. Nudeln, ach, finde ich doch alles. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Spaghetti kochen soll. Erstmal müssen wir die Spaghetti kochen. Okay, ich mache einfach alles, was die Oma macht. Das Seil werde ich wohl nicht gebrauchen. Und jetzt muss ich das irgendwie alles ins Wasser packen. Boah, Mann, wieso ist das so schwer? Schau mal, was die Oma macht. Schau, wir legen die Spaghetti ins Wasser und wenn die weich werden, rutschen die selber ins Wasser rein. Perfekt. Soll das euer Ernst sein? Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Ich mach das ganz anders. Ich werde nämlich meine Nudeln selber machen. Ich brauche etwas Mehl, 2 Eier, Olivenöl, etwas Salz, alles schön zusammenmischen. Oh, das ist so entspannend. Wie auch immer, mein Teig ist fertig. Jetzt ausrollen. Oh, das dauert zwar ein bisschen, aber die Mühe wird sich auszahlen. Jetzt muss ich den Teig in Streifen schneiden. Und den werde ich jetzt kochen. Jetzt geht's an die Meeresfrüchte. Ich bin mir sicher, ein paar Garnelen werden Jess gefallen. Die brate ich natürlich in frischer Butter. Bellissimo! Was ist das denn? Das sind die besten Nudeln aller Zeiten. Schön viel Käse drüber reiben. Oh, meine Nudeln kleben am Kochtopf. Was soll das denn? Wie auch immer, wird eh nicht klappen. Oh, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach die Kaugummis hier. Mit ein bisschen Schokosoße und ein paar Gummibärchen. Das wird schon. Ganz schön originell, mein Kleiner. Was haben wir denn da? Ui, das sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Gar nicht schlecht. Aber nur, wenn man sehr hungrig ist. Ich probiere noch was anderes. Oh, so viel Käse. Gefällt mir gut. Aber die kleben irgendwie total. Wobei, das hat sogar etwas. Was sind das denn für Nudeln? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ah, das ist ja Kaugummi mit Schokosoße und Gummibärchen. Das ist der Gewinner, eindeutig. Yeah, ich hab's geschafft. Ich glaube, die Challenge gefällt mir. Diesmal möchte ich gerne einen Hotdog haben. Ein Hotdog? Ach, sowas schaffe ich doch ganz einfach. Hä? Was macht ihr da? Muss man die Würstchen etwa braten? Aber natürlich, mein Kleiner. Man kann doch keine rohen Würstchen essen. Okay, ich werde wohl nach diesen Regeln spielen müssen. Wer braucht schon dieses Ding da? Einfach so viel wie möglich Öl. Und jetzt erhitzen. Oh, das kann nicht gut enden. Okay, das Öl ist heiß. Nein, tu es nicht. Wieso denn nicht? Das tut voll weh. Das spritzt total. Hilfe, 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 Hilfe. Weg damit. Okay, okay, jetzt spritzt nichts mehr. Das war ja ganz schön gefährlich. Hey, Oma. Beim nächsten Mal fragst du mich nach Rat. Ach, das Würstchen riecht ja gut. Und jetzt schön ins Brötchen. Mit ein bisschen Senf. Und fertig sind wir. Sieht schön aus. Ted, was ist denn hier los? Okay, ich werde mein Würstchen eben mit dem Gasbrenner hier anbraten. Oh, schön knusprig. Ach, schon wieder diese Möchtegerne. Ich zeig euch mal, wie das geht. Merkt euch das. Eier, Milch, schön aufschäumen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Wir machen den Teig fürs Brötchen, das ist doch klar, oder? Jetzt nehme ich mir Würstchen und Käse
die spieße ich auf. In diesen kleinen Kochtopf kommt jetzt Öl. Darin werde ich das Würstchen mit dem Käse im Teig frittieren. Ach ja, ein paar Chips nicht vergessen. Das wird die Sache schön knusprig machen. Und jetzt abwarten, bis der Hotdog schön braun ist. Erledigt. Ah ja, und noch ein bisschen Ketchup und Senf dazugeben. Oh, das sieht ja schön aus. Gib mir mal den Ketchup und den Senf. Ah, je mehr Soße, desto besser. Ich glaube, ich werde gewinnen. Mal sehen. Diesen Hotdog will ich nicht mal anfassen. Der sieht aber lecker aus. So ein ganz normaler Hotdog, würde ich sagen. Wenn auch zu viel Brot und zu wenig Wurst. Oh Mann, was ist das denn? Du meine Güte, das ist echt das Beste, was ich je gekostet habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist die Gewinnerin. Haha, ich habe gewonnen in dieser Runde. Was sollen wir mit dem ganzen Gemüse und dem ganzen Obst machen? Ganz einfach. Ich will nämlich einen Cocktail haben. Ich bin mir sicher, ich werde mal wieder gewinnen. Na, das werden wir ja noch sehen. Ich habe schon mal gewonnen. Ich kann es noch ein zweites Mal machen. Ich muss nur genug Süßigkeiten zusammenmischen. Schokolade, Gummibärchen, etwas Cola, etwas Fanta und Sprite natürlich. Das wird die echt ultimative süße Bombe. Wo ist der Knopf? Es wird Zeit, das alles schön durchzumischen. Los geht's. Ich bin mir nicht sicher, dass so viel Süßkram lecker schmecken kann. Ich mache etwas Gesundes. Eine duftende Zwiebel mit etwas Brokkoli und eine knusprige Gurke. Mit etwas Tomaten und Sellerie. Vorsichtig reinstampfen in den Mixer. Und noch etwas Grünzeug. Nur ein Schluck von diesem Cocktail wird Jess sofort mit Energie bereichern. Ach, ist das ekelhaft. No. Ich will mir den Geschmack gar nicht vorstellen. Ich habe da eine viel bessere Idee. Ich nehme mir eine Wassermelone, schneide den oberen Teil ab und das Fruchtfleisch mixe ich schön durch. Da kommt jetzt noch eine Ananas in Würfel geschnitten rein, eine Drachenfrucht und etwas Kiwi. Oh, das sieht ja aus wie Eiscreme, nicht wahr? Ah, jetzt brauche ich noch etwas Kokosmilch. Wunderbar. Ich stecke noch die Strohhalme rein und jetzt können wir das probieren. Gefällt euch das? Bei uns ist alles fertig. Na, gib mir mal die Cocktails. Oh, die sind ja alle so unterschiedlich. Aber irgendwie auch ähnlich. Was ist das denn? Das ist so süß, das kann ich nicht trinken. Und dieser Schlamm hier macht mir wirklich keinen Mut. Oh nee, das kann ich überhaupt nicht trinken. Nein, 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 niemals. Dieser letzte Cocktail sieht aber viel besser aus. Da ist sogar mein Name reingeschnitzt. Ist ja schön. Und der Geschmack hat mich gar nicht enttäuscht. Genial, der Autor dieses Getränks hat gewonnen. Das bin schon wieder ich. Schön. Sollen wir etwa eine Torte machen? Auch wenn du nicht besonders clever bist, hast du es diesmal erraten. Ja, ich möchte mir einen Kuchen. Ach, eine Torte, das ist doch ein Kinderspiel. Ich verwende ein altes Rezept, das ich noch von meiner Oma kenne. Zuerst muss ich die Creme zubereiten. Dafür schlage ich die Eier auf. Lass aber nur das Eiweiß übrig. Jetzt machen wir daraus einen schönen, leckeren Eischaum. Das ist die Basis für meine Creme. So schön luftig und schneeweiß. Was könnte besser sein? Wir verteilen noch etwas an den Seiten. Und obendrauf kommen natürlich ein paar Streusel.
Ach ja, und die Erdbeeren nicht vergessen. Frisch aus dem Garten. Oh, wow, Oma, das sieht echt gut aus. Das ist nicht für dich, Ted. Ah, wie auch immer. Ich bin mit meiner Torte auch fast fertig geworden. Eben Gummibärchen und Schokosirup. Mehr brauchen wir auch nicht. Wobei, noch etwas Erdbeersirup könnte den Geschmack noch ein bisschen aufpeppen. Und ein paar M&Ms oben drüber nicht vergessen. Gut gemacht, mein Kleiner. Und was macht die denn da? Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Euch wird das Lachen noch vergehen, wenn ihr mein Dessert seht. Zuerst mal muss ich Karamell kochen. Da gibt's einen kleinen Konditortrick. Ich fülle einen Ballon mit Wasser und darüber gieße ich die Karamellfüllung. Jetzt schneide ich den Ballon auf und werfe ihn weg. Und die Form kann ich jetzt mit dem Kuchen füllen. Zwischen den Kuchenschichten kommt noch frische Schlagsahne. Ich bin mir sicher, das wird unglaublich lecker und einfach unwiderstehlich. Ach ja, die Soße nicht vergessen und ein paar leckere Streusel. Und natürlich noch ein paar Früchte. Das war's auch schon. Oh, das sieht ja wirklich reizend aus. Aber mal sehen, was die kleine Jess sagt. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau davon habe ich von Anfang an geträumt. Ich probiere mal zuerst diese kleine Torte. Oh Mann, ist das lecker. Mal sehen, ob die große Torte da noch leckerer sein kann. Keine Ahnung, mal sehen. Ah, ich weiß, es ist die Torte, die meine Oma mir immer zum Geburtstag macht. Oh, die ist ja noch besser. Okay, jetzt probiere ich wohl die Torte von Ted. Ui, diese Bonbons als Topping gefallen mir gut. Das schmeckt auch gut. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich glaube, der Kuchen meiner Oma ist der beste. Oh, ihr wusste es doch. Das ist mein kleines Enkelkind. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe hier eine ganz einfache Challenge für euch. Gibt's vielleicht was Schwierigeres? Ha, das schaffe ich mit links. Oma, hör auf zu schlafen. Die Challenge hat bereits angefangen. Komm schon, wir müssen ein Rührei zubereiten. Oh, danke schön, mein Enkelchen. Nun, die Zeit läuft. Mary, ich brauche auch mal das Öl. Ja, natürlich. Man kann ja schließlich kein Spiegelei ohne Öl machen. Hä? Wieso klappt das nicht? Was für eine blöde Flasche! Okay, man kann nie zu viel Öl haben. Und jetzt müssen wir das Ei aufschlagen. Ganz einfach. Okay, einverstanden. Was könnte schwieriger sein? Kia! Kia! Ups. Ist ganz in Ordnung. Du hast es fast geschafft. Ach, diese Loser. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Das Kochen liegt in meinem Blut. Außerdem ist Spiegelei so richtig einfach. Ich will was Schwierigeres machen. Zuerst muss ich das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt muss ich das Eiweiß schön aufschlagen, bis es schaumig wird. Und schon kriegen wir Eiweißschaum. Was tut sie denn da? Keine Ahnung. Was für ein gutes Ergebnis. Jetzt muss ich auch noch das Eigelb aufschlagen. Und schaut mal her. Was für ein komisches Spiegelei. Wieso hat die getrennt? So kann man aus Spiegelei etwas Anspruchsvolleres machen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Fantastisch, oder? Oh ja, natürlich.
Ich habe ja fast Salz und Pfeffer vergessen. Ted, was machst du denn? Ah, wie heiß! Wie soll ich das Ding umdrehen? Das Ding will mich umbringen. Vielleicht ist der Herd einfach zu heiß. Du glühst ja förmlich. Nein, tue ich gar nicht. Genau so wollte ich es auch haben. Außerdem kann ich noch ein bisschen Schlagsahne drüber geben, um die Sache aufzupeppen. Na, sieht doch toll aus, oder? Hier, ich habe auch was Schönes gemacht. Oh, wow. Das sieht ja richtig schön aus. Das will ich anfassen. Finger weg, das ist eine Delikatesse. Kate, jetzt musst du was aussuchen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wieso ist dieses Ei schwarz? Ich kann das nicht mal richtig schneiden. Ah, das Spiegelei in der Mitte sieht aber richtig lecker und appetitlich aus. Muss ich sofort probieren. Lecker, genau das, was ich wollte. Hä, was ist das denn für ein Gericht? Sieht seltsam aus. Aber ich probier's mal. Hm, schmeckt ziemlich gut. Aber ich bevorzuge das gewöhnliche und trotzdem leckere Spiegelei von meiner Oma. Ich liebe dich. Oh, die Oma hat gewonnen. Die Oma hat gewonnen. In dieser Runde sollt ihr mir einen leckeren Burger machen. Ach, schon wieder viel zu einfach. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich liebe Burger. Solange ich sie selber essen muss. Ihr könnt anfangen. Ich muss mich auf den Sieg vorbereiten. Das ist meine Tomate. Die kannst du mir nicht wegnehmen. Außerdem brauche ich eine Zwiebel und eine Gurke. Und diese Bulette hier, die brauche ich nicht. Die ist voll ungesund. Oh, nicht ungesünder als du. Die Hauptsache ist, dass man mit Liebe kocht. Dann wird das Gericht nicht nur gesund, sondern auch noch lecker. Die Tomate und die Gurke und ein bisschen von der Zwiebel und natürlich ein Salatblatt. Das ist gesunde Ernährung. Nicht so wie euer Mist hier. Nicht mal eine Ziege auf der Weide würde so viel Salat essen. Ein Burger ist unmöglich ohne Bulette. Das ist doch das Allerwichtigste. Aber außerdem sollte man noch an Käse und an die Soße denken. Wunderschön. Oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Blöde Zwiebeln. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, sie in den Burger zu stecken? Na, wer braucht das schon? Ich will keinen Burger machen. Reg dich nicht auf. Hier ist ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel? Genau. Das ist eine großartige Idee. Warum mache ich nicht einfach einen Schokoburger? Yeah, das wird der beste Burger überhaupt. Und da kommt noch mehr Schokolade rein. Ich bin mir sicher, Kate wird das gefallen. Einen besseren Burger habt ihr sicher nie gesehen. Schokosirup nicht vergessen. So sieht er noch appetitlich aus. Oh wow, ich habe wirklich noch nie einen Schokoladenburger gesehen. Der muss sicher köstlich sein. Ich bin absolut begeistert. Mal sehen, was wir hier haben. Moment, wo ist die Bulette? Bin ich etwa eine Ziege? Schmeckt viel zu gesund. Dieser Burger gefällt mir gar nicht. Es bleibt nur noch der dritte Kandidat übrig.
Dieser Burger sieht richtig cool aus. Oh, wie lecker. Genau das Richtige für ein herzhaftes Mittagessen. Aber für welchen Burger soll ich mich entscheiden? Süß oder deftig? Die süße Variante gefällt mir mehr. Die ist origineller. Ja, ich hab gewonnen. Was sollen wir diesmal kochen? Ich will Pfannkuchen. Ich habe die schon länger nicht mehr gegessen. Oh, das werde ich machen. Du hast keine Chance. Ich habe keine Ahnung, wie man die zubereitet. Was soll ich tun? Also, los geht's. Meine einzige Chance ist, einen Blick drauf zu werfen, was die anderen machen. Offenbar fangen wir mit der Milch an. Jetzt wird's Zeit für die Eier. Und hier fehlt noch etwas Mehl. Und alles schön verrühren. Das sage ich für den Fall, dass ihr alles vergessen habt. Schätzchen, ich bin Großmutter. Ich vergesse sowas nicht. Und ich brauche diese elektrischen Klapperschlangen nicht. Und was soll ich tun? Ich werde wohl eine Gabel nehmen müssen. Na gut, besser als gar nichts. Dieser Brei sieht ganz schön ekelhaft aus. Dad, schau zu und lerne. Großmutters Pfannkuchen sind die leckersten. Wunderschön. Das muss sicher lecker sein. Ach, genau so muss ein Pfannkuchen aussehen. Was machst du denn? Ich will, dass meine Pfannkuchen auch noch cool aussehen. Wenn die schön bunt sind, hinterlassen sie einen viel besseren Eindruck. Ich muss dich leider enttäuschen, Oma. Du hast bereits verloren. Und wenn die Pfannkuchen auch noch ungewöhnlich geformt sind, dann werde ich sicher gewinnen. Was soll ich tun? Ich mache ein Porträt von Kate. Wird ihr sicher gefallen. Und was soll ich tun? Ich habe noch nichts gemacht. Ich werde einfach versuchen, den Teig in die Pfanne zu geben. Kate, schau mal, die sind wunderschön, oder? Du solltest besser Omas Pfannkuchen probieren. Oh nein, hier brennt doch was. Das ist mein Pfannkuchen. Oh nee. Was für ein Gestank. Ja, ich bin auch fertig. Diese Pfannkuchen sehen alle toll aus. Aber zuerst möchte ich den hier ausprobieren. Ich glaube, das Mädchen sieht mir sehr ähnlich. Ich habe noch nie mein eigenes Porträt auf einem Pfannkuchen gesehen. Und schmeckt einfach super. Ich liebe es. Dieser verbrannte Klumpen sieht ja gar nicht appetitlich aus. Den will ich nicht mal probieren. Aber ich muss noch unbedingt die Pfannkuchen auf dem dritten Teller probieren. Oh, wie lecker. Das sind definitiv die leckersten Pfannkuchen von allen. Oma, du hast gewonnen. Super. Oh ja, ich wusste es. Enkelin, das hast du gut gemacht. Ich zeig's dir noch. Sieh sein, du hast verloren. Wird Zeit, was zu kochen. Überrascht mich. Oh, so viele Zutaten. Ich möchte eine große, leckere Torte. Macht mich glücklich, ich warte. Eine Torte, das ist ganz einfach. Hat jemand Torte gesagt? Ich brauche Mehl. Das Mehl kommt in eine Schüssel. Da kommt etwas Milch hinzu. Noch ein paar Eier. Und jetzt alles schön durchmischen. Mit der Hand natürlich. Keine Schneebesen, nur die liebenden Hände der Oma. Ach komm schon, das ist doch voll die Zeitverschwendung. Ich nehme einfach fertige Kuchen. Ach du meine Güte, fertige Kuchen. Meine Torte wird die beste sein, weil ich den besten Teig machen werde. Und der wird nicht nur lecker, sondern auch noch schön bunt.
Genau das wird Jess gefallen. Das seht ihr noch. Genau das habe ich auch vor. Deshalb benutze ich Leckerschmecker Erdnussbutter. Mmh, sieht richtig gut aus. Und noch mehr Erdnussbutter draufpacken. Man kann echt nicht genug Erdnussbutter haben. Jetzt will ich noch meinen Löffel ablecken. Oh, das schmeckt ja richtig gut. Jetzt hör sofort auf. Du machst doch hier eine Torte für deine Schwester. Oh, ich werde meine selbstgemachte Erdbeermarmelade hinzugeben. Das wird ihr gefallen. Oh, das riecht ja wunderbar. Schön viel hinzugeben. Und hier kommen noch ein paar Teigstreifen drüber. Wenn dieser Kuchen erstmal gebacken ist, wird er euch alle umhauen. Das kann ich euch versprechen. Ab in den Backofen. Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Torte? Ich habe erst angefangen. Hier kommt noch die Creme hinzu. Die habe ich übrigens auch in allen Regenbogenfarben. Wunderschön, nicht wahr? Hier kommt der nächste Schritt, glätten. Das muss man schön sorgfältig machen, damit die Torte auch hübsch bleibt. Ich glaube, wir wären soweit. Und hier kommen noch ein paar Dekorationen hinzu. Nichts ist besser als noch ein Regenbogen. Fertig. Der perfekte Regenbogen. Der kommt hier oben drauf. Und die Torte werde ich jetzt noch mit ein paar Schokodetails verzieren. Ach ja, die Wölkchen nicht vergessen. Der Kuchen ist einfach perfekt. Ah, was ist hier los? Ach ja, genau, mein Kuchen. Ach, der riecht ja einfach wunderbar. Oh, ich will auch so eine Torte. Die sieht ja toll aus. Oma, das ist ja dein Erdbeerkuchen. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach ein paar Skittles hinzu. Schon sieht meine Torte etwas bunter aus. Ich habe keine mehr. Na, wie auch immer. Ich bin fertig. Oh, gut gemacht, Enkelin. Gebt es auf. Ihr habt einfach keine Chance gegen mich. Hm, sieht nicht schlecht aus. Oh, das ist mein Lieblingskuchen. Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Torte? Davon muss ich sofort ein Stückchen probieren. So ist schön. Mann, sieht das toll aus. Oh, das schmeckt auch noch perfekt. Fantastisch, ich liebe diese Torte. Oh, das Wölkchen will ich auch noch probieren. Ab in den Mund. Entzückend. Ich weiß echt nicht, was besser sein könnte. Wobei, Omas Kuchen muss ich natürlich probieren. Mmh, so süß und so saftig gleichzeitig. Ich liebe diesen Kuchen. Oma, mein Herz schlägt für dich. Von diesem Kuchen hier probiere ich die Skittles. Hm, gar nicht schlecht. Moment mal, ich will doch noch ein Stückchen probieren. Oh, das ist ja ganz schön klebrig und gar nicht saftig. Da muss ich sofort was trinken. Ja, jetzt geht's mir besser. Nee, mehr will ich nicht. Hm, jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, dieser Kuchen hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich wusste es doch. Das war ein Kinderspiel. In der nächsten Runde werde ich gewinnen. Ich krieg dich gleich. Genug geredet. Beeilt euch lieber und fangt an, Pfannkuchen in Form einer Spider-Man-Maske zu machen. Okay, okay. Wir fangen ja schon an. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Wo will denn der Hamster hin? Nein, ich hasse Spinnen. Keine Sorge, ich rette dich. Mist, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ah, das hat wehgetan. Das waren ja gar keine echten Spinnen. Nur Spielsachen, du dämlicher Volltrottel.
Na warte, ich werde noch einen besseren Pfannkuchen machen. Nein, 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 Hamster, was machst du denn da? Nein! Oh Mann, jetzt bin ich total dreckig und mein Pfannkuchen ist ruiniert. Aha, ich habe eine Idee. Okay, ich habe eine Idee. Ich nehme einfach eine Bürste und versuche, den Überschuss loszuwerden. Okay, ich habe es geschafft, diesen Pfannkuchen zu machen. Schau mal, wie gut der aussieht. Selbst der Hamster stimmt zu. Ich hätte das auch geschafft. Wäre ich nicht voller Teig. Ja, siehst du, das Gesicht kann man sogar erkennen, würde ich sagen. Nein, dem Hamster scheint es nicht zu gefallen. Der Hamster verkündet, dass Mary in dieser Runde die Gewinnerin ist. Herzlichen Glückwunsch. Na klar, ich bin ja schließlich viel besser als Zack. Nimm das und das. Diesmal ist eure Aufgabe, das Gesicht von diesem Huggy-Wuggy zu zeichnen. Na, diesmal werde ich auf jeden Fall gewinnen können. Sieht doch schon mal gut aus. Hey, wo kommen die Spritzer her? Hey, Mary, das lenkt voll ab. Jetzt hör auf zu jammern. Oh, du willst ja nur rumjammern die ganze Zeit. Hör auf, mich anzufassen. Finger weg. Ah nein, das ist ja ein echter Huggy Wuggy. Ach du meine Güte. Gegen mich hast du eh keine Chance. Ich zeig dir noch, wer hier die besten Pfannkuchen macht. Mary, ich glaube, das reicht. Das ist ein bisschen zu brutal. Und weg ist der Kopf. Jetzt habe ich einen echten Huggy-Wuggy-Kopf. Den werde ich benutzen, um meinen Pfannkuchen zu machen. Nein! Das war ein guter Schuss. Du meine Güte, was für ein großer Donut. Okay, die Zeit ist um. Und ich habe mal wieder einen Pfannkuchen geschafft. Super, dem Hamster scheint das zu gefallen. Ah, mein Kopf. Ah, noch meine Hand. Ich habe sie verbrannt. Nein, nicht schon wieder der Donut. Zack hat schon wieder mal nichts geschafft. Deshalb hat in dieser Runde schon wieder Mary gewonnen. Ich wusste, dass das passieren würde. Diesmal werde ich mich rächen. Ich werde dein Porträt malen. Haha, wie lustig. Der Hamster sagt, es ist Zeit anzufangen. Ich muss mich richtig gut anstrengen. Mann, ich kann auch nicht einmal die Augen gut machen. Mary, zeig mal, was machst du denn da? Hör auf zu spicken. Ah, meine Haare brennen. Was hast du angerichtet? Alles nur wegen dir. Solange Mary beschäftigt ist, mal ich einfach ihren Pfannkuchen ab. Mary, wie siehst du denn aus? Als wären deine Haare verbrannt. Voll lustig. Hä? Wo kommt das denn her? Ih, ist das Toilettenpapier? Hä? Wo kommt denn das Klopapier her? Keine Ahnung. Mary, ich bin eine Mumie. Boah, du gehst mir echt auf den Sack. Mach, dass du wegkommst. Oh Mann, ich habe keinen braunen Teig mehr. Ah, ich nehme mir einfach den Teig vom Sack. Halt, das gehört mir. Schau, ich bin endlich fertig geworden. Sieht gut aus. Der Hamster ist zufrieden. Ich wollte wirklich was Besseres machen. Der Hamster ist leider enttäuscht.
Deshalb gewinnt diesmal Zack. Yeah, endlich, endlich habe ich auch mal gewonnen. Fass mich nicht mehr an. Na, was müssen wir diesmal machen? Ein SpongeBob, alles klar. Die Zeit läuft. Na, Mary, zeig mal, was machst du denn da? Hör auf zu gucken. Hier, bitte sehr. Bist du gemein? Hä? Was ist hier los? Wieso kann ich nichts mehr sehen? Wie soll ich denn jetzt meinen Pfannkuchen machen? Kannst du mir helfen, Zack? Ich sehe doch gar nichts. Mary, bitte beruhig dich. Ups, das war ein böser Sturz. Aber das sollte mich nicht davon abhalten, zu gewinnen. Der Hamster denkt, Zack könnte noch ein paar Eier gebrauchen. Was? Wieso regnet es auf einmal Eier? Was soll das? Bitte hört auf! Mein armer Pfannkuchen, bloß nicht das! Ich muss meinen SpongeBob retten. Ah, wann hört das denn endlich auf? Oh nein! Ich habe fast keine Zeit mehr. Ich habe es gerade noch so geschafft. Hier, bitte sehr. Tatsächlich, dem Hamster scheint es zu gefallen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo Mary ist. Willst du sie vielleicht finden? Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Hier ist sie. Aber sie hat leider nichts geschafft. Oh, der Hamster wird langsam böse. Aber ich wollte das doch nicht. Ich konnte doch nichts sehen. Diesmal hat mal wieder Zack gewonnen. Glückwunsch. Yeah, das bin ich. Diesmal müsst ihr einen Pfannkuchen in Form einer Maske aus dem Squid Game machen. Die Zeit ist knapp, also beeilt euch. Zack, du hast echt keine Chance gegen mich. Ich werde gewinnen. Ja, das wollen wir ja noch sehen. Oh Mann, wieso bist du schon fast fertig? Ja, Moment mal. Ich werde einfach ihre Flaschen ein bisschen aufschrauben. Okay, jetzt brauche ich nur noch Rot. Was? Wie konnte das bloß passieren? Zack, das hast du gemacht. Na warte, ich werde mich dafür rächen. Hä? Zack, wo bist du? Was soll ich jetzt machen? Ah, ja, wir wurden ausgetauscht. Ich kann einfach deine Arbeit beenden. Oh Mist, wie soll ich das denn wieder gut machen? Sowas habe ich echt nicht erwartet. Okay, ich habe so gut wie gewonnen. Nein, wo kommt denn die Cola her? Jetzt bin ich auch noch total klebrig. Und mein Pfannkuchen ist nass geworden. Oh, ich muss ihn sofort wieder trocknen. Mist, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh, dem Hamster scheint das nicht zu gefallen. Yeah. Oh, ich habe es gerade noch so geschafft. Yeah, das müsste dir gefallen. Und tatsächlich, dem Hamster gefällt es. Diesmal gewinnt Zack. Yeah, ich habe noch gewusst, dass ich gewinnen würde. Zack, alles nur wegen dir. Womit sollen wir anfangen? Ich will zuerst eine Pizza haben. Ich hoffe, ihr habt eine Ahnung, wie man die macht. Eine gute Wahl. Ich habe viele Jahre in einem italienischen Restaurant gearbeitet. Ich weiß, wie man eine Pizza macht. Hauptsache, schön den Teig durchkneten. Oh, schaut euch diesen Teig an.
Teig. Das Wichtigste in der Pizza ist doch natürlich die Soße. Und schön viel Käse. Je mehr Käse, desto besser. Das wird meiner Enkelin sicher gefallen. Einen Teig selber machen, das ist auch viel zu kompliziert. Das Wichtigste ist der Belag. Schön viel Wurst und schön viel Käse. Fertig ist die Pizza. Tada! Ich stimme der Oma zu, die Soße ist besonders wichtig. Aber es ist noch viel cooler, wenn man die Soße selber macht. Schaut euch nur dieses Tomatenmark an. Und alles schön aus Bioprodukten. Aha, ich habe herausgefunden, wie man eine coole Soße macht. Ich brauche einfach Tomaten, die ich in den Mixer gebe. Machen. Aber dafür habe ich genug Soße. Ich bin fast fertig. Ich auch. Jetzt muss diese Pizza gebacken werden. Und den Belag nicht vergessen. Schön viel Wurst und Salami. Ich bin fertig. Ah, hier fehlt noch ein letzter Schliff. Ein bisschen Salami, ein bisschen Petersilie. Sieht gut aus. Schaut euch meine Pizza an. Genau so eine Pizza bekommt man in einem italienischen Restaurant. Na endlich, ich bin am Verhungern. Was zum Teufel ist das denn? Warum sind das so große Wurstbrocken? Nee, diesen Horror will ich gar nicht erst probieren. Die Pizza sieht ja gut aus. Oh, schaut euch diesen Käse an. Probieren wir mal. Wie lecker. Okay, und jetzt noch die hier probieren. Die ist auch köstlich. Die ist so selbstgemacht. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Wobei, komm schon. Die Pizza vom Chefkoch Betty ist die coolste. Ach, daran habe ich nicht einmal gezweifelt. Ich habe doch gleich gesagt, ich werde gewinnen. Und was sollen wir diesmal kochen? Ich will leckere Pfannkuchen. Die perfekte Nachspeise. Ach, ganz einfach. Das ist doch mein Leibgericht. Nein, das ist mein bestes Gericht. Nein, du kannst was von mir lernen. Nein, du kannst was von mir lernen. Hallöchen, habt ihr mich ganz vergessen? Na, wie auch immer. Das werden wir gleich sehen. Eindeutig. Wir werden es gleich sehen. Ach, ich gehe viel vorsichtiger mit meiner Milch um. Oh Mann, die haben ganz schön was drauf. Ich frage mich, ob ich das auch kann. Ups, das hat nicht geklappt. Schauen Sie mal. So schlägt man Eier auf. Wie ein echter Ninja. Ja und? Ich schaff das wie ein echter Wrestler. Wieso muss man gleich so übertreiben? Ich benutze einfach die Schüssel dafür. So in etwa. Ich glaube, sie haben mit dem Mehl übertrieben. Mein Teig wird eh besser sein. Ich kann ihn mit so einem extra Ding aufschlagen. Ach, große Sache. Ich benutze meine Hände. Ich brauche mehr Mehl. Ups, das ging ein bisschen daneben. Und rühren kann ich auch mit der Hand. Dafür hat man doch schließlich Hände, oder?
zu knappen. Ich bin schon fast fertig. Oh, schaut euch diesen Pfannkuchen an. Und den hier. Das ist ja todlangweilig. Ich gebe etwas Farbe zu meinem Teig hinzu. Das macht meine Pfannkuchen etwas bunter. Na also, schon mal einen blauen Teig gesehen? Außerdem ist ihre Form total langweilig. Ich mache zum Beispiel einen Pfannkuchen in Hagiwagi-Form. Oh, der sieht ja gut aus. Ach du meine Güte, das sieht ja fürchterlich aus. Hier fehlt nur noch ein bisschen Ahornsirup. Na also, das sieht ja schon so richtig appetitlich aus. Und die Butter nicht vergessen. Oh Mann, ich bin ganz schön erschöpft. Oh wow, die machen ja voll die coolen Pfannkuchen. Die sehen ja auch noch gut aus. Mann, ich glaube, ich muss Gas geben. Ist auch nicht wichtig, wie der Pfannkuchen aussieht. Hauptsache, dass er gut schmeckt. Ich bin mir sicher, meiner wird am besten schmecken. Na, Enkelkind, ich bin fertig. Jazz, hast du gesagt, dein Pfannkuchen wird lecker sein? Der sieht ganz schön eklig aus. Will ich nur so gesagt haben. Das werde ich nicht mehr mal probieren. Aber diese Pfannkuchen hier in der Mitte, die sehen richtig gut aus. Oh, und wie die riechen. Probieren wir mal. Mann, das ist einfach perfekt. Genau solche Pfannkuchen habe ich erwartet. Oh Mann, wie cool sehen die denn aus? Das ist ja ein Hagiwagi. Ist ja cool. Mann, und die schmecken ja auch noch. Ich kann echt nicht sagen, was davon besser ist. Aber ich glaube, diesmal hat die Oma gewonnen. Ja, habe ich's doch gesagt. Ich habe gewonnen. Meine Pfannkuchen sind die besten. Diesmal möchte ich ein großes, leckeres Sandwich. Ah, ein Sandwich. Na gut, das sollte nicht allzu schwer sein. Zuerst muss ich das Brot toasten. Und da kommt jetzt ein bisschen Gemüse drauf. Die sind nämlich ganz schön gesund. Und ich will ja, dass mein Enkelkind gesund bleibt. Oh, die Toastbrote sind fertig. Auch ganz schön heiß. Etwas Senf, etwas Salat, ein paar Tomatenscheiben und natürlich die Zwiebeln nicht vergessen. Ein bisschen Käse, etwas Ketchup und das Toastbrot. Sieht doch ganz schön appetitlich aus, nicht wahr? Hä, Gemüse? Wer braucht schon Gemüse? Mh, Schokosoße, das gefällt mir. Und den Belag machen wir aus Marshmallows. Wer mag schon Salat? Mh, wie wär's denn mit so Fruchtgummi? Sieht voll cool aus. Ich bin mir sicher, Kate wird mein süßes Sandwich gefallen. Hier noch eine Tafel Schokolade und ein bisschen Fruchtgummi und Marshmallows und Schokosirup. Ich glaube, ich habe das beste Sandwich gemacht. Ja, Jess, ich muss dir zustimmen. Ein einfaches Sandwich ist viel zu langweilig. Ich zeige euch, was ein cooles Sandwich ist. Mein Sandwich wird ein Spiegelei haben. Ketchup und Senf, Gemüse, Wurst und Käse und noch mehr Gemüse und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Schaut euch dieses Monster an. Habt ihr jemals so ein Sandwich gesehen? Ach du meine Güte!
das sieht ja alles richtig appetitlich aus. Ich fange mit dem mittleren Sandwich an. Also, am Anfang war das ja noch lecker, aber irgendwie ist da viel zu viel Gemüse drin. Vor allem mag ich die Zwiebel nicht. Aber dafür ist es doch total gesund. Oh, was ist das denn für ein Monster-Sandwich? Ich mag keine Garnelen und Oliven mag ich auch nicht. Und schon wieder diese ganzen Zwiebeln. Und dieses Gemüse. Pilze. Wer mag die denn schon? Pfui, ist denn da überhaupt etwas Leckeres dran? Also aus dem ganzen Sandwich mag ich nur den Käse und die Wurst. Oh, ich muss ja tatsächlich mein eigenes Sandwich daraus machen. Aber das ist voll langweilig. Jess, du bist meine letzte Hoffnung. Was? Ich kann einfach nicht glauben. Was hast du denn mit meinem Sandwich angerichtet? Dieses Sandwich sieht gut aus. Oh, mit Schokolade drin. Mann, ist das lecker. Und statt dem stinklangweiligen Salatblatt ist da Gelee drin. Mann, diesmal hat dieses Sandwich gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Wer hat hier gewonnen? Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich hoffe, die Torten werden uns gefallen. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, wow, Erdbeeren. Das Spiel hat erst begonnen, aber mir gefällt es bereits. Es wird Zeit, dass ich meine weiße Torte mit diesen roten Erdbeeren verziere. Voll cool. So ist gut. Hey, bewirf uns nicht. Wieso tust du das? Ach, sorry, ich war einfach abgelenkt. Ich konnte an nichts anderes denken. Oh mein Gott, das ist einfach köstlich. Ich will meine Torte auch so schnell wie möglich probieren. Ich frage mich, was ich bekommen werde. Der ist doch voll eklig. Da liegst du richtig. Oh, der Geruch ist ja fürchterlich. Es wird Zeit, dass ich mir eine Gasmaske zulege. Wie soll ich das Zeug denn essen, wenn ich noch nicht einmal in der Nähe sitzen kann? Wen interessiert wie? Beeil dich einfach. Das ist einfach nicht zu ertragen. Schreit mich nicht an. Ich versuche ja schon schneller zu sein. Mann, ich muss die Maske abnehmen. Ich habe noch nicht mal was probiert, aber ich muss jetzt schon kotzen. Mädels, haltet mich fest. Mir wird schlecht. Boah, das müssen wir dringend loswerden. Das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Oh, danke, dass ihr mir geholfen habt, das Ding loszuwerden. Okay, Daisy, jetzt bist du dran. Bitte, 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 ich will was Leckeres. Wow, das sind ja Gummibärchenwürmer. Euch Glückspilz. Ihr kleinen Würmchen, ihr kommt auf mein Törtchen. Das sieht köstlich aus. Genau das tut es. Ich will auch was abbeißen. Macht dir keine großen Hoffnungen. Oh, wow. Schaut euch diesen Wurm an. Der passt nicht mal auf die Torte. Was soll ich tun? Ich muss mir was einfallen lassen. Nein, das sieht hässlich aus. Soll ich den vielleicht in Stücke schneiden? Das klappt nicht. Susie, kannst du mir helfen? Natürlich doch. Sieh, fester, fester. Oh nein, doch nicht so fest. Sieht so
so aus, als würde Daisy ihren Kuchen wohl nicht mehr brauchen. Sie hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihre Torte probiere. Yeah. Diesmal drücke ich als Erster auf den Knopf. Okay, es kann losgehen. Oh ja, das sind ja Kinderüberraschungseier. Irgendetwas sagt mir, dass meine Torte köstlich schmecken wird. Ich will sie so schnell wie möglich probieren. Kommt her, ihr Überraschungseier. Und das größte Ei kommt natürlich auf die dritte Schicht. Gibst du uns was ab? Von wegen. Das hier gehört mir alleine. Und die Überraschung im Schokoei sind bunte Streusel. Wie cool ist das denn? Oh, das muss sicher lecker sein. Schmeckt's dir? Schmeckt's dir? Aber natürlich doch. Ich will jetzt meine gesamte Torte mit diesen bunten Streuseln hier bedecken. Oh, diese Farbkombination macht mich verrückt. Jetzt wird's Zeit für das große Ei. Unglaublich toll. Na, schmeckt's dir? Total. Mir fehlen einfach die Worte. Hoffentlich habe ich genauso viel Glück. Oh, wow, ich krieg Erdbeermarmelade. Ich liebe Erdbeermarmelade. Das Wichtigste ist hier das Maß. Bloß nicht zu viel davon, sonst wird's zu süß. Boah, was für ein schweres Glas. So ist gut. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Das sieht nach einem Zuckerschock aus. Das ist doch voll cool. Probier was. Meint ihr? Okay. Das schmeckt einfach super. Ich will auch endlich auf den Knopf drücken. Na los, Kate. Drück drauf. Cola und Mentos? Aber wie soll ich auf einer Torte Cola und Mentos kombinieren? What? Das ist doch purer Blödsinn. Wie soll das gehen? Wobei, ich habe eine Idee. Ich werde die Torte nicht gleich übergießen. Ich werde aus dieser Cola-Flasche einen Cola-Brunnen machen. Sei bitte vorsichtig, wir wollen nicht nass werden. Oh no! Macht euch keine Sorgen, das wird schon. Ist ja cool. Ein echter Springbrunnen. Oh Mann, ich dachte, das wäre schlimmer. Tatsächlich. Ich dachte, alles würde explodieren. Ihr Angsthasen. Übrigens, das schmeckt gut. was für eine schöne Puppe. Die ist gleichzeitig Puppe und Kuchen. Meine Puppe ist rosa und ich liebe rosa. Mal sehen, was ich bekomme. Oh, wow. Ich krieg eine rosa Torte mit rosa Eiscreme. Das ist doch wirklich die beste Kombination. Wow. Mädels, sowas passiert eindeutig nicht jeden Tag. Oh, ich habe eine Idee. Passt mal auf. Ich lasse das Eis schmelzen und schütte das hier ein. Hä, Kate, was machst du da? Ja, was soll das? Passt mal auf. Hier kommen noch bunte Streusel mit rein. Hm, coole Idee. So wird deine Torte sicher noch schöner. Du sagst es und jetzt pass mal auf. Na, gefällt dir das Kleid meiner Prinzessin? Das wird leider nicht lange so bleiben, denn ich werde alles aufessen. Wow. Wünscht mir guten Appetit. Kate ist so köstlich. Ich will auch was. Was? Toxic Waste?
Aber das sind doch mega saure Lutscher. Ich habe sie persönlich noch nie probiert. Vielleicht irre ich mich ja auch. Nein, ich habe mich nicht geirrt. Das ist wirklich mega sauer. Gefällt mir gar nicht. Nein, ich habe keine Lust. Du musst aber, das sind die Regeln. Stell dir vor, wie hübsch dieses Puppenkleid aussehen wird, wenn du die ganzen Bonbons da reindrückst. Okay, ihr habt recht. Hoffentlich werde ich das überstehen. Na los, Susie, na los, na los, na los! Oh nein, das ist einfach furchtbar! Mädels, das ist einfach unerträglich! Ich krieg einen Krampf! Ich hätte das nicht tun müssen! Komm schon, das hat doch Spaß gemacht! Jetzt bin ich dran! Oh nein! Bloß kein Senf! Der wird doch meinen Kuchen ruinieren! Ha, ganz genau! Der wird ihn scharf machen! Wird dir gefallen? Oh, wieso seid ihr so gemein? Vielleicht kann ich das zumindest hübsch machen. Das Kleid gefällt mir gut. Jetzt wird's Zeit, das zu probieren. Na, schmeckt's dir? Nein, das ist mega scharf. Ich brenne. Hilfe, Hilfe, ich brauche dringend was Kaltes. Mach dir keine Sorgen. Ich habe hier eine Kühlbox mit Eiswürfeln für Notfälle. Könnte dich retten. Oh, vielen Dank. Hat wirklich geholfen. Oh nein, hier kommt die zweite Welle. Oh mein Gott. Susie, überschütte sie einfach mit diesen Eiswürfeln. Das war's auch schon.